Fokus. Da lege ich mal hier rein, ne? Würde ich nicht zerlegen. Die kann man bestimmt noch ausbauen oder so. Aber guck mal, meine Level, meine Stufe 10 Maschinenpistole macht ein bisschen mehr Schaden. Aber hier ist halt eben den Buff gegen Meyerlurks und Insekten. Was echt nicht zu verachten ist. Ich behalte sie erst auf jeden Fall. Ich behalte sie erstmal. Wie gesagt, ein feiner Zug. Jetzt hat mich ein bisschen aus dem Konzept jetzt gebracht. Diese Freundlichkeit hier in der Postapokalypse. Wunderbar. Ja. Einfach ja, Mann. Haben wir Schrott ablegen. Transfer. Gesamten Schrott lagern. Haben wir. Fein. 131 Schaden haben wir noch. Power-Rüstung-Chassis. Schön. Minigun haben wir abgelegt. Jetzt haben wir 121 Tragekapazitäten, aber wir haben auch relativ viel. Oh, das Ding können wir jetzt auch benutzen. Oh, aber der macht auch nur 24 Schaden. So geil ist das nun auch nicht, ne? Aber wir haben es zumindest. Das macht 70 Schaden. Das ist nicht verkehrt, ne? Dafür haben wir 106 Zellen, aber es wiegt jetzt gerade 8, ne? Wir können sie ja mal aus Spaß mitnehmen. Machen wir auch. Erbeuteter Aggressotron-Kopf. Feuerrate 12 zu Feuerrate 91. Okay, das Ding schießt echt schnell. Damit könnte man ordentlich was ausrichten. Zum Beispiel gegen eine Meyerlurk Queen oder sowas. Aber dafür braucht man auch 50er Kaliber Munition. Davon habe ich gerade nur 5. Aber davon habe ich ein bisschen was. Kleidung. Ach ja, stimmt. Ich glaube, wir müssen hier noch was zerlegen. Wir waren hier noch nicht ganz fertig. Nicht hundertprozentig. Ich gehe gleich weiter. Meine werten Ödländer. Mensch, ey, richtiges Highlight heute. Ich muss auch irgendwem was schenken. Das nächste Mal, wenn ich beim Bahnhof bin, lege ich meine ganzen Rezepte dahin. Das bin ich dieser Welt schuldig. Inspektoren-Outfit noch ablegen. Gefangenenhalsband. Das möchte ich zerlegen. Das war's aber auch schon, ne? Hat er schon wieder seine Rüstung ausgezogen? WTF? Warum macht er das ständig? Das ist ein Bug, glaube ich. Das ist mir schon mehrmals ist mir das aufgefallen. Prösterchen. Ein grüner Tee mit Vanillegeschmack. Spät in der Nacht. Den brauche ich heute. Inspektoren-Outfit. Gefangenenhalsband. Warte mal, ich probiere mal kurz. Gefangenenhalsring und die Gasmaske. Kann ich das miteinander kombinieren? Das wäre ganz cool eigentlich. So, Gefangenenhalsring. Roboter linker Arm muss ich auch noch tragen, ne? Genau, stimmt. Fast vertan. Wo ist meine Gasmaske? Da ist er. Das geht, geil. Sieht aber fett aus, oder? Nicht schlecht. Und jetzt noch die Ushanka und ich bin ein glücklicher Mann. Jetzt noch die Ushanka und ich bin super, super glücklich. Bitte, Ushanka. Ein glücklicher Mann. Bitte. Ja! So awesome. Wie geil. Neues Outfit confirmed. Den restlichen Schnulli legen wir natürlich ab. Sackkapuze beschläuchen. Nice, es kann weitergehen, Leute. Mit unserem neuen Outfit. Jetzt machen wir uns noch mal ein bisschen kurz gute Laune. Oh yeah. Do you feel the force? Oh yeah. Wunderbar. Na, ab wann haben wir gute Laune? Und dann können wir endlich uns auf die Suche nach Timmy machen. Lange haben wir darauf gewartet, sehr lange. Lange haben wir auf diese Begegnung gewartet. Diese Begegnung verändert alles. Und für immer. Wunderbar, los geht's. Party hart hier im verstrahlten Start. Höp. Höp. Höp.
Geil, ey. Einfach mal ein geiler Tag hier heute. In der Postapokalypse. 800 Schuss. Damit können wir ordentlich fratzen. Wir wollten uns ja zurück teleportieren. Hierhin. Letzter Tod. Ja, ich habe ja gesagt gehabt, da bin ich gestorben leider. Oh, da ist gerade einer. Den Kram haben wir schon gesichert. Hm. Ja, 9 Kronkorken. Das ist uns diese Schnellreise wert. Aber Fallout 76, was hältst du von Gratis-Schnellreisen? Das wäre doch mal cool. Warum diese 9 Kronkorken? Wahrscheinlich, um so ein Mini-Hindernis ins Spiel zu integrieren, damit das nicht jeder dauernd macht und die Server so extrem belastet sind. Hm, nur so eine Theorie. But that's just a theory, a game. Nee, Quatsch. Ich höre lieber auf damit. Nicht, dass ich hier noch urheberrechtliche Probleme bekomme. Hier lang will ich, zu Timmy. Nach da drüben. Muss ich hier komplett einmal rum? Um die ganze Walachei. Was ist das da links, bitte? Werden wir gleich feststellen. Macht hier gerade einer die Mission? Die Quest? Level 51, ne? Shambi! Shambi, mein Guter. Pass schön auf dich auf, ne? Pass schön auf dich auf. Oh, ein Ratthirsch, hallo! Na, lass mich in Ruhe. Er ist... Ah, Alter! Das ist doch ein Witz, Mann, oder? Du alles Mistviech. Ich bin fast unheilbar krank geworden durch die... Da sind seine Zähne durch die Backe. Der hat sich selber die Backen weggefressen. Das ist ja super eklig. Kein Wunder, der war auch krank, ne? Super Mutantenkämpfer, stopp. Vorsichtig, jetzt wird's wieder gefährlich. Ach ja, wir haben ja noch ein Level, ne? Wir haben ja noch ein Level. Vorsichtig. Sind das... Nee, das sind nur Verbrannte. Was ist das hier bitte? Grafton? Ist das das Stahlwerk? Ist das das Stahlwerk, was hier alles verseucht? Was den See hier verseucht hat? Für immer und ewig? Ist das denn die Möglichkeit? Wir werden es gleich rausfinden. Sieht ganz danach aus, als ob das Stahlwerk von Grafton wäre. Tatsächlich. Finde ich ja schon irgendwie cool, dass wir das jetzt mal selbst besichtigen. Okay, haben wir hier guten Loot? Guten Loot? Denn Loot tut immer gut. Test nehme ich noch auf, ja. Gott sei Dank. Esso Trink, was haben wir denn hier Leckeres? Was haben wir denn hier so Leckeres? Noch ein wenig abgekochtes Wasser. Mhm. New River Red Ale. Oh, das können wir direkt trinken. A New River Red Ale. New River Red Ale. Oh, stopp. Eine Kronkorken-Sonnenbrille. Die kenne ich noch nicht. Kann ich die statt meiner Gasmaske tragen? Und eventuell eine BAFTA? Nee, kann ich nicht wirklich. Warte mal. Aber das sieht albern aus, ne? Ja, irgendwie sieht das albern aus. Mit der Gasmaske finde ich authentischer. Ich bin auch offen für eine neue Gasmaske, aber die Ushanka und das Gefangenen... Halsbändchen sollte auf jeden Fall noch drin sein. Hier ist schon einer kräftig am Ballern. Er nimmt mir meine ganzen XP weg. Und, naja, gut, soll er doch, meine Güte. Ne? Wir haben alle Spaß hier. So, Bauplan, Metallrüstung, Mittaschen. Jetzt wird es langsam interessant mit der Metallrüstung. Taschen brauche ich auf jeden Fall. Aber Metallrüstung ist super schwer. Ne? Aber ich lerne das mal gleich. Ah, wunderbar. Verdammt, ich habe meine Holobänder und meine Notizen leider nicht abgegeben.
Klebeband mit Malpinsel. Nee, nee, nee. Alles cool. Alles cool. Wir machen direkt weiter. Richtig Remi-Demi hier. Ja, es ist das Stahlwerk von Grafton. Hier geht's nämlich zur Schmelze, zum Smelter. Hier waren wir schon, ne? Ja, hier waren wir schon. Gibt's hier eventuell eine Werkbank? Ob man um, naja, um dieses Gebiet kämpfen kann? Dann bei hier. Verschmutzte Notiz. Ito. Ist ja widerlich. Zack und Mike haben Fortney während seiner Schicht beobachtet. Anscheinend macht er seine Raucherpausen oben auf dem Hochofen. Wir werden ihn in die Mangel nehmen und uns mit ihm unterhalten. Dann werden wir ja sehen, was wir gegen diese Robopods im Verwaltungsgebäude unternehmen können. Ewig werden wir sie dadurch zwar nicht aufhalten, aber so gewinnen wir wenigstens genug Zeit, um uns mit Rayleigh neu zu organisieren. Cool. Kann ich aber nicht mitnehmen, ne? Schade. Aber in Ordnung. Ha! Da hat wohl jemand seine Raucherpausen verlegt auf die Toilette. Die Toilette, der Klassiker. Ich hatte auch mal einen Arbeitgeber. Bei dem war das noch in Ordnung. Gut, das war ein Zigarettenhersteller. Da durfte man fast überall noch rauchen. Und das war sogar noch in den mittleren 2000er Jahren. Okay, Emaille-Eimer. Kaffeetasse. Ich dachte, das wäre eine Dose. Ich habe die ganze Zeit nach einer Dose gesucht. Im Erklärungstext, aber naja gut. Aber naja gut. So, 308er, Aluminiumkanister. Ach ja, der Perk. Der Perk, natürlich, natürlich, der Perk. Eventuell haben wir jetzt schon die Möglichkeit, Dietrich 3 freizuschalten. Vielleicht machen wir das sogar auch, bevor wir unsere große Rerun-Runde starten. Wo wir dann die ganzen Schlösser nochmal aufsuchen, die wir jetzt knacken könnten. Was sich hoffentlich einigermaßen lohnen wird. Aber naja, da gehen wir auf jeden Fall positiv ran. So können wir zumindest auch die alten Locations nochmal alle besuchen. WGF Grafton-Signal verloren. Da habe ich noch nie reingehört. Vielleicht soll ich das Ding mal anmachen. Aber erst vergeben wir jetzt ein Level. Ein ungeöffnetes Skill-Paket. Möchtest du es öffnen? Jawoll! Skill-Karten-Paket. Der Liebe. Geil. Hundefutter hat dreimal so positive Wirkung. Extra-Wurst. Der Sieg ist nicht alles, wie die zwei Platzierten zu sagen. Wackelwahrnehmung. Nee, nee, lass mal gut sein. 40%ige Chance, zusätzliches Fleisch beim Durchsuchen von Tierkadavern zu finden. Ach, das ist dieses komische, drücke die Leertaste zum nochmal suchen. Stimmt! Deshalb peile ich sowieso wieder. Ich denke da sowieso dann wieder nicht dran. Schlösser knacken. Schlösser knacken. Schlösser knacken. Perception war das, ne? Nee, leider nicht. Ist weg. Meisterschütze. Oh, Meisterschütze würde jetzt auch interessant werden wegen unserer Aufklärungspistole, aber so wichtig ist es auch nicht. Profi-Gewehrschütze wäre mir da lieber, aber ich check mal ganz kurz Intelligenz wegen Hacking. Level 2. Profi-Hacker. Da haben wir es doch. Waffenschmied haben wir schon 2. 3 wäre auch nicht schlecht. Aber Hacking ist grundlegend. Das hat mit der Interaktion mit der Spielwelt zu tun und deswegen entscheide ich mich jetzt erstmal für den Profi-Hacker. Dein Hacker-Skill erhöht sich um plus 1 und die Sperrzeit an Terminals wird verringert. Okay. Kalalalim. Cool. So, Intelligenz haben wir einen ungenutzten Punkt. Da hauen wir jetzt mal gleich. Warte mal, stopp. Hey, cool. Warte mal, wir haben schon 4 Waffenschmied. Da können wir die ja um einen Rang erhöhen. Und einfach dann benutzen, wenn wir sie brauchen. Und Hacker? Okay, das sind separate Karten. Das können wir ablegen. Apotheker, Redaway entfernt 30% mehr Strahlung. Das ist sehr wichtig. Und die Stimpaks auch. Gerade im Remi-Demi. Aber Waffenschmied, das kann man dann zur Not wieder ins Set legen. So, Profi-Hacker. Yay.
Was haben wir denn noch Spannendes mitgenommen? Stopp. T-Skills. Wir haben ja noch einige Karten. Einige Karten. Hier haben wir noch Reiseapotheke und Eisenforst. Nö, Perception haben wir grüner Daumen. Das kennen wir ja. Extra, wo es interessiert bin ich. Konzentriertes Feuer haben wir. To the max. Wackelwahrnehmung. Nee, ist alles cool. Endurance. Langsamer Metabolismus ist in Ordnung. Bleimagen. Das Hundefutter. Das Hundefutter ist eigentlich ziemlich cool. Das esse ich sehr gerne und sehr oft. Aber die Karte ist hier viel allgemeiner. Alle Nahrungsmittel stillen Hunger 25% besser. Ja. Da haben wir auch keinen extra Punkt. Da könnte ich Bleimagen im Rang erhöhen. Aber egal. Lassen wir das erstmal. Action Boy könnten wir auch im Rang erhöhen, aber dann könnten wir die Karte nicht mehr setzen. Psychopath und Schnorrer. Bei den Munitionskisten. Einfach mal durchsuchen drücken, Leo. Stimmt, da war ja was. Cool, weiter geht's. Weiter geht's. Höp. Cool, sehr schön. Und schon können wir Hacking 2 betreiben. Genau, wir machen die große Tour, dann werden wir Hacking und Dietrich das Stufe 3 haben. Hey, Mann! Voll in der Rotz hier. Töten. Wo ist mein Adressotron-Kopf? Wo ist er? Ein Glück kann ich das hier so gut lesen. Wow! Achso, aufladen, stimmt. Aufladen, wie lade ich auf? Irgendwie kann man hier aufladen. Irgendwie kann man hier aufladen. Mit welcher Taste kann ich aufladen? Ich habe keinen Schuss mehr. Wie bitte? WTF? Warum habe ich keine Fusionszellen? Sind die alle im Stash? Okay, das wird einiges erklären. Wahrscheinlich braucht man einfach nur die Nachladetaste gedrückt halten oder so. Egal, damit beschäftige ich mich später. Bist du erstmal dran, mein Freund? Oh oh. Na gut. Haben wir das auch noch geklärt? Warum stehen diese Kisten einfach mal so in der Luft? Das ist sehr mysteriös. Sehr mysteriös. Und keine Panik, wir gehen gleich rein in die Schmelze. Aber vorher... Vorher lasse ich mich hier von ihm hier beschießen. Schon so aus Reflex drücke ich immer wieder auf Alt. Was im Scharfschützenmodus Luft anhalten bedeutet. Aber das macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn, wenn man eine doppelläufige Schrotflinte in der Hand hat. Oh Mann, ich möchte unbedingt das Ding auf Dreilochstute trimmen. Auf jeden Fall. Das war doch hier in dem Spiel, oder? Ich frage mich schon wieder, ist das ein anderes Spiel? Aber ich glaube, nein, ich glaube ja. Ich glaube, man kann hier die doppelläufige Schrotflinte auf drei Läufe erweitern. Da wirkt doch alles gleich viel ruhiger hier, hä? Viel einladender. Fabrikromantik, wenn man so möchte. Schutzhelm. I'm just exploring. So, okay. Kurz mal räuspern. Der Frosch im Hals hat wieder zugeschlagen. Ich hoffe, mein Mikro ist noch in Ordnung. Aber der Ausschlag ist fast weggegangen. Aber ich meine hier den Audioausschlag. Der ist in Ordnung. Der ist in Ordnung. Kurz vom finalen Bereich des Gelben hier im OBS. Finde ich gut. Können wir nehmen. Weitere Türen.